Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle Evrima. Heute spielen wir als Tenontosaurus. Unsere Eltern sind auch da und wir haben auch viele, viele Geschwisterchen. Guck mal, der hier ist sogar viel kleiner als wir. Sind wir schon so krass gewachsen in dieser Sekunde? Oder ist das immer so ein bisschen random, in welcher Größe man auf die Welt kommt? Ich habe auch keinen Plan, wo wir sind. Ich würde aber echt gerne mal ein bisschen Überblick bekommen, wo wir halt jetzt sind. Ich sehe halt gar nichts. Wir sind halt im tiefsten Dschungel. Wir haben echt viele Geschwisterchen. Also das heißt, wenn wir alle durchkommen, dann haben wir eine richtig starke Tenogruppe. Es dauert halt nur ein bisschen. Jay ist einfach so viel kleiner. Und Jay legt sich sogar zu mir, der Kleine. Oh. Ist hier dieser Busch, glaube ich, oder? Ich bin doch viel zu klein dafür. Ja, unser Magen ist aber noch sehr, sehr voll. Es könnte ein Problem werden. Also ich glaube, die Diät kriegen wir nicht ganz bis zum Rand gefüllt. Das wird nichts. Schade, schade. Müssen wir gleich nochmal wiederkommen. Aber dann gehen wir jetzt als nächstes erstmal trinken. Ich frage aber lieber die Eltern, wo es sicher ist zu trinken. Das ist, glaube ich, die Mama. Wir sind übrigens ein Männchen. Ich habe mir aber noch keinen Namen überlegt. Der fällt mir bestimmt gleich ein. Ich komme, Mama. Ich musste noch kurz mit Papa rumalbern. Thanks. Guck mal, jetzt trinken wir mit Mama zusammen. Ist das nicht süß? Ich habe jetzt mir auch gerade einen Namen überlegt. Der Teno von uns heißt Titus. Titus der Teno. Hallo Papa. Oh, jetzt alles weg. Ich bin ein gieriges Kind, oder? Nur ein ganz bisschen. Kleiner Haps. Oh, oh. War das ein Fehler? Wir müssen nur die Diät vollkriegen.
ziehe jetzt aber durch. Egal, ob der Magen blinkt oder nicht. Geh voll Diät. Oh nein. Das gibt es doch nicht. Das war ein Fehler. Och nee. Ja gut, dann essen wir trotzdem jetzt mal noch ein bisschen. Vielleicht können wir es jetzt ja dadurch auffüllen. Aber wahrscheinlich wird sich jetzt erstmal wieder das obere auffüllen. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Der Magen ist auch wieder voll. Problem ist halt, das hier ist gleich weg. Da müssen wir dann gleich was nachfressen, bevor das weg ist. Und mir ist halt schlecht. Es kann sein, dass ich mich nochmal übergeben muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist, was ich hier gemacht habe. Werden wir dann gleich sehen. Steigt auf jeden Fall. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt gerade zählt ja auch irgendwie nur die Wachstumsrate, alles andere ist egal. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so doof gewesen. Oh, Papa ist sehr, sehr hübsch. Ich hoffe, so eine Farbe bekommen wir auch noch. Aber ich glaube, wir sind eher nach der Mama gekommen, von der Hautfarbe. Dann werden wir wahrscheinlich die weißen Streifen oben noch vielleicht bekommen oder so. Da bin ich echt gespannt. Oh, hier ist, glaube ich, Wasser. Ich werde mal ganz schnell was trinken. Auch wenn es gefährlich ist. Und die Eltern schützen uns auch. Das ist sehr süß. Wir sind ganz schön wenige nur noch. Also einige Babys sind wohl verschwunden. Ich bin natürlich der durstigste von allen. Insgesamt sind wir jetzt 2 Erwachsene und 4 Kinder. Eigentlich eine gute Größe. Also wenn wir wirklich alle groß werden, dann sind wir 6 Stück. Ich glaube, mit 6 Tenus kann man schon gut kämpfen. Das hier ist... Ja, okay. Hat sich gerade erledigt. Ist leer gefuttert. War wahrscheinlich auch die falsche Diät gewesen. Unsere Sickness ist übrigens weg. Das heißt, wir können eventuell gleich die dritte Diät schon wieder auffüllen, weil wir jetzt wieder ein bisschen mehr Platz im Magen haben. Immer zum Lieblingskind machen, das ist das Wichtigste. Irgendwas ist da. Das ist ein Kanu. Der chillt da vorne. Der hat uns gesehen, oder? Nee, er geht weg. Ach, Gott sei Dank. Da sind Stegos. Ach, wie schön. Wie hübsch die sind.
finde ich, ganz außen sein. Ich glaube, das sind noch andere Tenos. Oh ja, auf der anderen Seite sind Tenos. Ach, wie cool. Ah, ein Galli und ein Teno sind das. Und dann haben wir jetzt noch einen erwachsenen Teno in unserer Gruppe. Und Bibi Pachi. Ach, wie süß. So ein kleiner Süßer, aber der ist gut getarnt. Und der ist auch flink. Ich glaube, wir sind beeindruckender als er. Er zieht auch weiter. Aber der verfolgt uns trotzdem so ein bisschen. Ich glaube, der wird irgendwann zuschlagen, wenn wir nicht aufpassen. Oh, Pachis! Das sind dann wohl die Erwachsenen von dem Baby von vorhin. Und schon geht die Sonne wieder unter. Leider haben sich in dieser Nacht einige von unseren Familienmitgliedern ausgelockt. Deswegen ist unsere Gruppe ein wenig geschrumpft. Aber das Gute war, dass wir mittlerweile schon selber relativ groß waren und uns deswegen schon ganz gut selbst verteidigen konnten. Oh Gott, ich werde angegriffen. Er schwimmt davon. Was zur Hölle? Warum fällt der da immer wieder runter? Hier sind Raptoren. Ich weiß gar nicht, kommen wir da hoch als Teno? Oh, er kann's. Kein Plan, wie das geht. Die Sonne geht auf und die Raptoren greifen an. Jetzt kommt auch noch ein Kano dazu.
Ja, ist gerade eine ganz blöde Zeit, man sieht ganz schlecht. Muss jetzt vorsichtig sein. Ganz, ganz vorsichtig. Oh, der Gali hat ihn, glaube ich. Da ist ein Zera und ein Kano. Oha, und die Raptoren sind auch da. Ja, das wird jetzt hier chaotisch. Aber guck mal, der Zera und der Kano kämpfen. Ja, die FPS sind leider wieder nicht so pralle. Ist echt schwer zu fighten. Oh, der Gully tritt ihn schon wieder nieder. Guckt euch das an. Oha. Der Gully vermöbelt die alle. Das. Der Gully fightet wieder mit. Ich habe so schlechte FPS leider. Und weil die FPS an diesem Ort so schlecht waren, haben wir uns dann letztendlich dazu entschieden, ja, wegzugehen von dort und Richtung Center uns aufzumachen. Wir waren drei große Tenontos insgesamt und auch unser Gully-Freund war noch dabei. Oh, wer ist das denn? Ist ein ganz kleiner, süßer Bursche. Oh mein Gott. Das ist wirklich ein kleiner Teufel. Ach, wie süß. Oh. Oh nein, lass dich doch nicht fressen, Devil. Das mit dem Überqueren hier ist immer so eine Sache, ne? Es ist super, super gefährlich. Hat er sich gerade eingeloggt? Nein, sei vorsichtig. Oh, hat's geschafft. Oh nein, der Gully. No.
Der arme Gali. Der lebt. Er lebt. Jawohl, hack ihn. Ah, oh, schade. Oh. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Oh, die Sonne geht schon wieder unter. Das ging schnell. Wir haben es nicht mal geschafft, das Wasser zu überqueren. Ja, der Tag ist immer so unfassbar schnell vorbei. Aber wir haben jetzt wieder eine sehr, sehr gute Gruppe. Ein Stego ist dabei. Der Killer-Galli ist auch am Start. Dann sind jetzt auch noch wieder ein paar andere Babys wiedergekommen. Total witzig, dass wir die wiederfinden, unsere Geschwister. Kannst du dich da vorstellen, Stego? Oh nein, er ist tot. Link ist tot. Wie ist denn der gestorben? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich dachte, er hat überlebt. Jetzt wird er gesnackt. Tschüss. Das Kroko freut sich. Oh nein, eine unserer Geschwister ist tot. Wie traurig. Ja, leider ist unsere Gruppe dann doch wieder geschrumpft, denn es hat sich ein Teno und der Galli haben sich ausgelockt. Deswegen waren wir jetzt nur noch zwei große Tenos, einmal der ganz kleine Teno und der Stegosaurus. Und wir haben uns auch dazu entschieden, wieder von Center wegzugehen. Da waren einfach zu viele Krokodile, um über den Fluss zu gehen. Deswegen sind wir dann wieder Richtung Nordwesten gegangen. Okay, sehr gut. Das Ding hier ist immer noch da. Kann man das die FPS so droppen, wenn hier die ganze Zeit eine Leiche rumfliegt? Und das sind Ceras. Vorne sind halt Raptoren. Ich gehe die jetzt hacken. Brauch Action. Komm her. Haut lieber ab. Ja, komm, greif da ran. Das greift an. Wie alle trinken, das ist einfach nur schön. Die ganze Horde. Mann, ey, wie schön die alle geschützt werden von der Stego-Wall.
wir sind halt so eine Riesengruppe. Also ich glaube, viel angreifen wird uns hier nicht. Aber es ist trotzdem auch mal schön, das zu sehen, dass alle sich so gut vertragen und sich nicht die Köpfe einschlagen. Alle haben einfach Spaß und genießen die Zeit. War doch noch ein kleines Croc, oder nicht? Nee, es ist auch nicht klein. Einfach mal ein bisschen auf den Kopf gekloppt. Und das war jetzt die Folge mit dem Tenontosaurus. Falls ihr eine weitere Folge mit diesem sehen wollt, dann schreibt einmal in die Kommentare Hashtag Teno. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen, das würde mich echt unterstützen. Und jetzt dürft ihr auch gerne noch in die Kommentare schreiben, welche Spezies ihr in den nächsten Videos sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.